Ich schätze mal, die Blüte von der Hainbuche ist um. Und wer das Video gesehen hat, weiß sehr, sonst muss ich halt jetzt suchen. Ist einhäusig, getrenngeschlechtlich, heißt auf einem Baum Männer und Frauen. Was wir da jetzt über haben, sind die Damen, die was jetzt also da werden die Früchte dann entwickelt. Das Beiwerk da ist, dass nachher super, wenn es runterfällt, ein bisschen umeinander fliegen kann. Für die Männer ist, schaut mal, wenn man, also, da hängen natürlich viel mehr von diesen Früchte drauf, aber dort, wo ich gerade gestanden bin, komme ich halt gescheit dazu. Ja. Für die Männer ist nämlich nicht mehr recht viel über, außer da die runtergefallenen Wirsteln. Ja, seht diese braunen Dinger da? Okay. Und wieso macht die das überhaupt mit Samen und so? Nämlich, schaut mal, die möchten natürlich auch wachsen. Ich meine, da wird es wenig Chance haben, weil ja unter sich selbst wird es nicht so einen Baum ausbilden können. Macht aber nichts. Ich kann euch da jetzt nämlich die typischen Keimlinge von der Hainbuche zeigen. Nämlich, schaut, ganz typisch ist diese zwei Keimblätter da. Das seht ihr da immer wieder. Also das sind alles Keimlinge von der Hainbuche. Der ist schon ein bisschen öder. Das da ist keine Hainbuche, kommt, weiß ich nicht, eher Ahorn von den Tipfeln da links und rechts. Und schaut, da nochmal Hainbuche mit Keimblätter. Kann man natürlich auch essen, also ist kein Problem. Da sieht man Keimblätter noch, aber schon ein zweites Blau. Und wenn das Ganze dann erfolgreich wachsen darf, schaut mal, dann wird das. Also das ist schon kein frischer Keimling mehr. Also der ist schon mindestens im zweiten Jahr praktisch. Dann wird das so ein stattliches Bäumchen. Ich habe euch jetzt kurz gezeigt, eben die frischen, unreifen Früchte von der Hainbuche und eben die Früchte der Früchte sozusagen, nämlich die Keimlinge. Und ja, ich glaube, das nächste Mal schauen wir bei der Hainbuche vorbei, wenn es entweder um Blauen geht oder um die reife Früchte. Ich glaube ja eher, dass es vorher um die Blauen gehen wird. Also, Hainbuche, Sämlinge, Keimlinge. Essbar, aber weiß ich nicht. Ich finde die Rotbuche besser zum Essen. Also.